Hey Leute, ich bin's wieder, Mad Eye Moody, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angel News. Leute, 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 was ist das für ein Seuchenjahr? Kann mir das mal einer erklären? Oder liegt es einfach daran, dass ich zwei Kinder habe? Das kann doch nicht sein. Wie geht's euch da draußen? Wie ist euer Befinden mit Virusinfektionen in diesem Jahr? Liegt es vielleicht einfach daran, dass wir einfach so lange in Quarantäne waren und wir einfach von den ganzen Bazillen abgeschottet waren und es jetzt nochmal richtig hochballert? Ich kann es euch nicht sagen. Ich glaube, ich war noch nie in einem Jahr so oft krank. Gefühlt war ich dieses Jahr super viel krank. Ich weiß es nicht warum, aber gefühlt war ich das. Und mit allerlei Sachen. Ich kann es nicht erklären. Ich will auch hier gar nicht hier lange rumleiden oder sonst irgendwas. Nachdem ich meinen Virusinfekt überstanden hatte, hey, ich fahre ein paar Tage später in die Niederlande und hatte tatsächlich zwei wunderschöne Angeltage. Am dritten wollte ich eigentlich anstreben und dann kriege ich nachts die Nachricht, hey, beide Kinder haben sich übergeben. Snap, okay. Dann, ich wache am nächsten Morgen auf, ruf so an, zack, wie schaut's aus? Ja, denen geht's nicht besser. Okay, ich breche ab, ich fahre nach Hause. Sind ja nur 3 Stunden und dann, ich nach Hause. Und dann passt auf! Ich bin keine 2 Stunden zu Hause. Sind die Kinder wieder gesund? Ich sag's euch, Sabotage. Aber was fängt an, Leute? Was fängt an? Hier, mein Auge. Irgend so eine Augenentzündung habe ich mir eingefangen in den Niederlanden, keine Ahnung, Zug oder was auch ich. Vielleicht habe ich nachts heimlich irgendwie in meinem Auge rumgebohrt. Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe keinen Plan. Egal, 2 Videos habe ich im Kasten und gestern habe ich dann keine Angel-News aufgenommen. Oder vorgestern, nee, gestern. Vorgestern. Egal, Freitag. Als meiner Frau schlechter ging und, achso, meine Frau, die hat es jetzt auch erwischt, daher, okay, und ich dachte, solchen ja. Und ich gar nicht so viel lange auf Medien gucken konnte, weil es dann immer so hardcore gebrannt hat, ey. Ich habe jetzt so Tropfen mit Antibiotika und bam, 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 jetzt geht's ein bisschen besser. Mal gucken, ich ziehe das hier durch und das geht schon. Keine Sorge, ich übertreibe nicht oder sonst irgendwas, wenn es nicht geht, höre ich auf. Aber ich denke, das wird schon klappen. Wir werden sehen. Also, herzlich willkommen zu den Angel News. Das war kurz das, was mir alles auf dem Herzen lag. Und jetzt kommen wir zu den Themen dieser Woche. LMAB Inside, Mr. Bates mit erstem Partner, Angeln macht glücklich, Angler wird mit Nacktfotos erpresst, Catch and Clean Day steht kurz vor der Tür, Betty Splash 2024 und Rheinlandboote mit einem Statement zum Bootsunglück. Und falls auch du immer auf dem neuesten Stand meiner Krankheitsbilder sein willst und keine Folge Angel News mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angel News, alles rund ums Angeln. Oder wie du auch gut supporten kannst, ist einfach mit einem Daumen nach oben, ist für dich nur ein Klick und für mich ein riesengroßer Support. Und falls du das Ganze finanziell unterstützen willst, dann kannst du einfach Mitglied werden und supportest das Ganze mit nur unter 1 Euro im Monat. Herzlichen Dank an alle Supporter. Kuss geht raus. Leute, kommen wir zu Thema Nummer 1. Und zwar hat LMAB einen neuen YouTube-Kanal gestartet, neben ihrem eigenen Hecht- und Barsch-Kanal. Also separat nochmal Hecht und Barsch und LMAB, wie es auch schon auf Instagram ist, Hecht und Barsch und LMAB getrennt. Und dieser Kanal wird hauptsächlich von Jesco, diesem jungen Mann hier, geführt. Und dort werden wir auf jeden Fall viele, viele Videos mit ihm und auch Freunde der LMAB-Familie sehen im Bereich des Angelns. Aber auch dieser Junge hier, den ihr kennt, Enrico, der häufig für die Produkte bei LMAB zuständig ist, wird regelmäßig auf diesem Kanal vertreten sein und zu sagen, das Insight geben in die Produktentwicklung, Produkte etc., was so kommt bei diesem Kanal. Ich mach kurz so. So sieht das Ganze aus und ich bin hier unten, Mad Eye Moody, und das ist das Logo und so gehen wir dann weiter rein. Enrico, Jesco, LMAB Inside, ein neuer Start. Let's go!
Leute, und hiermit die ersten Partner-Supporter von M.R. Bates. Wusstet ihr, dass man Mr. Bates, M.R. Bates, M.R. Bates ausspricht und nicht Mr. Bates? Ich hab dafür Ärger bekommen. Falls ihr euch noch an das Unboxing erinnern könnt, wenn nicht, guckt auf jeden Fall nochmal nach, denn wir hatten ein fantastisches Unboxing mit den Ködern von M.R. Bates. Fantastische Gummiköder, auf jeden Fall nochmal auschecken. Und jetzt kam M.R. Bates um die Ecke und haben es offiziell gemacht und haben verkündigt, dass Matthias und Erik von Plötzenjäger die ersten offiziellen Supporter der Range sind, sozusagen. Der Range. Und ich lese mal vor, was hier kurz auf Instagram geschrieben wurde. Am Wasser haben wir uns durch Zufall kennengelernt und dann ist doch recht fix mehr daraus geworden. It feels like Angeltinder. Zunächst stand ein kleiner Angeltrip mit Robert auf der Agenda. Dieser Ausflug stellte sich als voller Erfolg heraus. Schnell merkten beide Seiten, dass die Chemie stimmt. Fehlte nur noch die gut aussehende Hälfte von M.R. Bates. Kurzerhand fuhr Micha da mal in die Schaltzentrale der Plötzenjäger und brachte ein paar Gummifische zum Probieren vorbei. In den nächsten Tagen testeten die beiden die Köder und sogar einige Prototypen auf Herz und Nieren. Falls Mr. Bates, M.R. Bates Prototypen vorstellen möchte auf diesem Kanal, ihr wisst, ich bin immer offen für alles. Ha? Jeden Freitag ist Unboxing-Tag, wo ich dem Publikum neue Köder vorstelle. Also falls ihr wieder Bock habt, irgendwas vorzustellen, sagt Bescheid. In den nächsten Tagen testeten die beiden die Köder und sogar eine Prototyp auf Herz und Nieren. Der Fangerfolg überzeugte die zwei Raubfischenthusiasten. Danach wurde kurzfristig ein Treffen in den heiligen Hallen unserer Gummischmiede einberaumt. Dort ging es direkt zur Sache, aber natürlich. Aber natürlich nur mit Gummi. Okay. Alter, dieser Text alleine, der sprudelt nur von Sexualität. Was ist denn da los? Die Chemie stimmte aber sowas von. Hä? Da stimmt aber sowas von. Die beiden konnten ihre ersten selbstdesignten Klabautermänner genießen und bei der einen oder anderen Bratwurst und netter Musik beschlossen wir, von nun an gemeinsame Wege zu gehen. Wir freuen uns mega, die beiden duften Typen Matthias und Erik von unserer Arbeit begeistern zu können und sie in Zukunft mit Handmade-Gummiködern zu versorgen. Glückwunsch an dieser Stelle auf jeden Fall zur Zusammenarbeit und alles, alles Gute auf dem nächsten Abschnitt. Leute, dass Angeln gut für den Geist ist, das wurde schon herausgefunden und ich glaube, das auch schon in einer Studie letztes Jahr. Jetzt wurde diese Studie weitergeführt oder darauf aufgebaut auf dieser Studie und drei englische Unis oder drei Unis aus Großbritannien haben weiter daran geforscht und über 1700 Angler befragt, hey, mit einem Fragebogen, was macht Angeln mit euch. Und dabei ist herausgekommen, Leute, dass Angler im weitesten Sinne weniger depressiv sind und zweitens und drittens durch Bewegung als auch die Motivation, etwas zu tun und in der freien Luft zu sein, das Ganze für den Angler gut ist und am Ende auch noch den Geist fördert und man am Ende sehr wahrscheinlich auch noch weniger an geistigen Krankheiten erkrankt. Angler, die häufig angeln gehen, sind mehr glücklich. Und das sagt diese Studie aus. In der alten Studie wurde herausgefunden, wenn man angeln geht, macht es glücklich. Aber in dieser Studie wurde herausgefunden, wenn man mehr angeln geht, also umso öfter man angeln geht, desto besser geht es einem selber. Guckt euch selber an, die Studie ist unten verlinkt, ist auf Englisch. Schaut euch selber an. Eine Studie aus Großbritannien. Falls man wieder eine Ausrede braucht, um euren Partner dazu überzeugen, angeln zu gehen, benutzt diese Studie. Leute, letzte Woche fiel ein junger Angler im Alter von 35 Jahren bei Prignitz in Brandenburg einer Erotikmasche zum Opfer. Beim Angeln wurde der Mann über Social Media zu einem Videochat überredet, wo es dann doch schon sehr schnell zur Sache ging und der Mann sich aus irgendwelchen Gründen in diesem Videochat freimachen sollte, komplett nackt ausziehen sollte. Dieses Video wurde von der gegenüberliegenden Person aufgenommen und der Angler wurde daraufhin erpresst und gesagt, hey, entweder du zahlst uns das und das Geld oder
Wir schicken das Video an all deine Freunde und Bekannte. Der Mann hat das nicht dulden lassen und hat diese Person blockiert und hat darauf die Polizei angerufen, was eigentlich eine sehr, sehr starke Aktion ist. Auch wenn man nicht weiß, wie es dazu gekommen ist, aber viele würden sich in dem Bereich schämen und vielleicht gar nichts sagen und sogar diese Summe zahlen. Ich denke, da wird es eine ganz schön hohe Dunkelziffer geben. Die Polizei geht den Ganzen auf den Grund und wir können einfach nur hoffen, dass das Ganze gut ausgeht. Also bitte, zieht euch am Wasser nicht aus, egal auf welche Erotikmasche da irgendwo mit eurem Handy, Social Media, irgendwas passiert. Leute, lasst eure Klamotten an am Wasser, okay? Bitte! Bitte! Was für eine verrückte Woche, ey. Leute, der Termin vom Belly Splash 2024 steht fest, nachdem Belly Splash 2023 erst vor kurzem abgeschlossen ist und es ein Erfolg war, steht der neue Termin schon fest und der Ort und eigentlich auch alles drum und dran. Denn der Belly Splash 2024 wird am 5. und 6. Oktober 2024 in Mogin, Polen stattfinden, auf einem riesengroßen See. Noch mehr Preise, Pokale, Gewinnspiele etc., alles was dazugehört. Das ganze Ticket kostet 150 Euro und der Anmeldeschluss soll am 31.10. diesen Monat sein. Also, wenn ihr dabei sein wollt und ihr vielleicht vorher planen wollt oder sonst irgendwas, dann sollt ihr relativ schnell sein, Leute. Denn für die 150 Euro ist das Ganze auf 50 Angler begrenzt, Leute. Auf 50 Angler begrenzt. Und hier steht auch noch, wer sich ein Ticket bis zum 12.10. sichert, kann auch bei einem großen Gewinnspiel von Diver teilnehmen. In dem Sinne, Belly Splash 2024, alle weiteren Infos findet ihr unten in der Infobox. Kurzer Reminder, Leute, wir haben schon darüber berichtet, aber Catch and Clean Day, Leute, bundesweit am 14.10., das ist, wenn ihr das seht, schon in 6 Tagen, Leute. Schon in 6 Tagen. Also wenn ihr Zeit habt und natürlich auch Bock habt, dann, Leute, schnappt euch eure Angeltüten, schnappt euch eure Mülltüten, schnappt euch eure Ruten, geht ans Wasser, macht euer Gewässer sauber, macht ein Foto damit, taggt es unter Hashtag Catch and Clean und macht einen geilen Catch and Clean Day oder haut nochmal eure Vereine an oder was auch immer. Auf jeden Fall seid dabei, so gut wie ihr könnt. Auch wenn ihr immer euren Angelplatz sauber macht, hat damit gar nichts zu tun. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Catch and Clean Day am 14.10. Leute, kommen wir nochmal zum Bootsunglück auf dem Volkerrack in den Niederlanden, wo 3 Angler ihr Leben gelassen haben. Einer hat überlebt. Ich berichtete erst vor 2 Tagen. Wenn ihr da noch nicht auf dem aktuellsten Stand seid, schaut euch nochmal das Video an. Aktuelle Infos, wo es noch keine Links zu gibt oder ich noch nichts gefunden habe. Ich nur von anderen Leuten gehört habe, aus persönlichen Quellen, ist, dass das Boot schon gefunden worden ist. Ich habe noch keine Links dazu gefunden, ich werde weiter recherchieren. Wenn ich dazu Neuigkeiten habe, gibt es natürlich direkt ein Update. Zur Zeit meiner Aufnahme gab es auch noch nicht dieses Statement von Rheinlandboote. Und Rheinlandboote hat sich auch nochmal dazu geäußert und eine mehrteilige Story dazu gemacht. Und die wichtigsten Teile möchte ich euch jetzt gerne nochmal vorlesen, wo es so ein bisschen darum geht, ein paar Dinge klarzustellen. Denn es liegen wohl in dem Sinne ein paar Vorwürfe in dem Raum, welches auch mit dem Statement von dem holländischen Guide Steve zu tun hat, welches ich von der Fisch und Fang auch zitiert habe. Und dazu jetzt nochmal hier auch noch was von Rheinlandboote. In den ersten beiden Storyteilen hat Rheinlandboote nochmal ihr Mitleid mitgeteilt und ihr Mitempfinden und im zweiten Teil nochmal darauf gesagt, ey, hier ist so viele Sachen ungeklärt, hier bringt es gar nichts, irgendwelche Vorwürfe zu machen und sonst irgendwas. Und jetzt fange ich an, hier weiter zu zitieren, denn dann sagt Rheinlandboote, und doch erreichen uns in diesen Tagen zahlreiche Nachrichten auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Sie reichten gar bis zur Aufforderung, die Vermietung von Angelbooten einzustellen. Steve hat zum Beispiel auch die Vermietung von Angelbooten für Nicht-Führerschein-Leute oder für untermotorisierte Angelboote sehr stark kritisiert. Inmitten der Trauer nötigt dies uns, Stellung zu nehmen.
Die Angler nutzen untaugliche Boote, ist zum Beispiel ein Kritikpunkt. In den Gewässern des Rheindeltas kennen wir 5 Anbieter für die Vermietung von Angelbooten. Rheinlandboote setzt unsere Kenntnis nach als einziges Unternehmen ausnahmslos auf Boote mit einer CE-Konformität der Klasse C. Dies bedeutet, dass die Boote für Windgeschwindigkeiten bis BFT 6 und Wellenhöhe von bis zu 2 Meter konstruiert und zertifiziert wurden. Dies bedeutet freilich nicht, dass jede Crew den Bedingungen standhalten kann und so limitiert wie die Fahrerlaubnisse in unseren Mietverträgen dementsprechend für Boote aller Bootsklassen von 15 bis 100 PS auf deutlich geringere Windgeschwindigkeiten. Nächster Punkt war die Kritik an der Führerscheininhabe. Wer führerscheinfrei fährt, ist besonders gefährdet. Kurz, objektiv können wir das aus unserer Perspektive widerlegen. Wir vermieten führerscheinfreie und führerscheinpflichtige Boote. Über Art und Umfang der Schäden, die an vermieteten Booten auftreten, führen wir naturgemäß Buch. Betrachten wir Schäden an Rumpf, Struktur und Antrieb, also die elementaren Schäden, die einen Beitrag zu einem Bootsunglück leisten können, so sind es die Führerscheininhaber mit stärker motorisierten Mietbooten, die deutlich häufiger und strukturellere Schäden verwickelt waren. Oder anders formuliert, die führerscheinfreien Fahrten sind öfter wegen schlechten Wetters verschoben worden. Der Übermut war nachweislich eher mit den Führerscheininhabern. Ich hatte auch in den YouTube-Kommentaren, ich weiß nicht, es gab keine Diskussion, aber auch jemand hat dort geschrieben, dass wenn die Leute einen Führerschein gehabt hätten, dass das Ganze nicht passiert wäre. Aber ich persönlich würde das, persönliche Meinung, Vorsicht, ich persönlich würde das auch verneinen, denn auch mit einem Führerschein kann man manche Situationen einfach nicht richtig einschätzen und ist nicht in der Lage dazu. Ein Führerschein alleine zeigt nicht direkt, hey, ich kann Situationen richtig einschätzen. Als Beispiel könnte man da einfach den Autoführerschein nehmen. Selbst da können manche Leute mit Autoführerschein Situationen nicht richtig einschätzen. Die deutschen Sportbootfahrer haben keine Ahnung in Niederlanden und gefährden sich selbst. Deutsche Bootsangler sind zu Gast in Holland und sollten sich stets auch so verhalten. Sich mit den Gegebenheiten und Bedingungen vor Ort auseinandersetzen, alle Regeln recherchieren und unbedingt einhalten. Wer dann mit einem deutschen Sportbootführerschein ins Rheindelta reist, hat bereits einen Vorteil. Denn der für diese Gewässer vorgeschriebene holländischen Sportbootführerscheine kennt anders als sein deutsches Pendant weder eine praktische Ausbildung noch Prüfung. Das Mann-über-Bord-Manöver wird in der Sportbootprüfung in den Niederlanden weder in der Praxis gelehrt noch geprüft. Ebenso das richtige Anlegen einer Rettungsweste. Boah, krass, das sind Infos, die wusste ich selbst noch nicht. Bestimmt sind Rheinlandboote Mieter in das Unglück verwickelt. Nein, sind sie nicht. Wir sind nicht nur mit den holländischen Behörden in Kontakt, sondern arbeiten auch mit eigenen Kräften weiter daran, unseren Beitrag zu leisten, um die Sicherheit auf dem Wasser auch in Zukunft zu gewährleisten und mit neuen Erkenntnissen für die Zukunft zu verbessern. Auch ein weiterer Punkt, welches ich halt nicht in einer gesicherten Quelle habe, ist auch, dass das Boot, mit welchem die 4 Angler auf dem Wasser war, kein gemietetes Boot gewesen ist. Nur nochmal um diesen Punkt, dass Rheinlandboote dort drin verwickelt sein sollte, nochmal zu untermauern. Das sind auf jeden Fall die wichtigen Punkte aus dem Statement von Rheinlandboote und ich finde, das sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen, auch mal so ein Statement stehen zu lassen von einem Bootsvermieter. In dem Sinne, falls es weitere Infos gibt zu der ganzen Thematik, packe ich euch sie natürlich in die News oder mache euch ein extra Video. Leute, nochmal kurzes Statement, denn am Donnerstag ging es ab. Ich zeige euch ja mal kurz eine Aufnahme, Audio, was da abging, Leute. Ja, Flöte piepen, 700 sind geboten und dann kommt er auf seinen Bau mit 800 Euro. 800 Euro und 1000 Euro zum Ersten. Da wisst ihr schon mal Bescheid. Am Ende kam für Fred Kotowski und Viktor Egers ganze 2510 Euro heraus, was ein stolzer, guter Preis ist für einen Angeltag mit den beiden. Jeder Cent wert, Leute. Jeder Cent wert. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich wollte euch nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass da auf jeden Fall noch was geht. Bald ist die Spendengala und dafür gibt es auch noch Tickets, falls ihr live dabei sein wollt, Leute. Falls ihr live dabei sein sollt. Und natürlich gibt es auch noch viele Auktionen, die ihr euch mal angucken
solltet. Ich verlinke euch das Ganze unten bei Angler mit Herz, Leute. Und ich glaube, das wird wieder ein gutes Jahr für Angler mit Herz. Das wird wieder ein gutes Jahr für Angler mit Herz. Muss ich wirklich sagen, Leute. Das ist stark. Das ist einfach stark. In dem Sinne, weiter geht's. Leute, kommen wir zum Giveaway dieser Woche. Und das hatte ich mir kurz hier schon hingelegt. Da gab es nämlich diese Woche einmal den Bultis und den Westin Monster Vibe und den Rapala X-Rap zu gewinnen, Leute. Und ihr musstet mir diesen super teuren Köder verraten, wie der heißt. Ich weiß es nicht aus dem Kopf, wenn ich es sehe, weiß ich es gleich auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gab keine falschen Antworten, das, was ich gesehen habe. Erklärt mir mal bitte, warum der Köder so teuer ist. Tackle Freaks da draußen, warum ist dieser Köder so teuer? Jetzt mal ohne Witz, wer fischt denn sowas? Na, wer fischt denn sowas? Aber wer hat diese drei Köder gewonnen? Und am Sonntag mache ich alle Giveaways fertig, die noch offen stehen. Also keine Sorge, ich gehe ins Mailfach. Es kommt doch immer alles an, macht euch keine Sorgen. Na, ich gehe dann rein, mache Sonntag alles fertig. Montag gehen Pakete raus, Leute. Na, Mad Eye Moody geht dann in den Paketeladen und bringt wieder Sachen weg. Und let's go, wir gucken mal, wer gewonnen hat, Leute. Und es ist Sleep Sounds Germany. Starkes Video, ich hoffe sehr, dass das Wetter noch ein paar Tage so bleibt. Bei der Köder soll es zukünftig Who's der Da Vinci Slant Join. Genau das ist der Köder. Sleep Sound Germany. Du bist der Gewinner. Schreib mir deine Adresse doch einfach unten in, nicht in die Kommentare, sondern per Mail. Unten findest du die bei Giveaway steht das, oder Gewinnspiel steht die Mail. Da schickst du mir deine Adresse hin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem 3-Köder-Paket. Und heute, Leute, heute, wartet, meine Köder habe ich schon vorbereitet. Die ich an euch verlose. Aber heute probieren wir mal was Neues, Leute. Probieren wir was Neues. Und zwar müsst ihr heute keinen Köder herausfinden, sondern ihr müsst in den Kommentare schreiben, Leute. In die Kommentare. Und zwar, welche Aufgabe hat das Seitenlinienorgan? Nimmt es etwa Geschmacksreize auf? Oder es nimmt Strömungs- und Wasserdruckreize auf? Oder es nimmt Geruchsreize auf? Schreibt es in die Kommentare, was die richtige Antwort ist. Und ich zeige euch kurz per Cam, was dieses Mal alles zu gewinnen ist. Einmal der Molix. Molix Super Raketenwurm. Perfekt für Hecht, Leute. Ne, perfekt für Hecht. Ihr seht's. Ne, Sink Feel Fish. High Quality. Der Super Molix Köder. Dann für Barsch, Leute, habe ich euch hier den Urban Powerbait ausgesucht für Barsch. Na? Auf jeden Fall. Er ist 7,5 cm und 5 Stück sind drin für Barsch. Und für Zander haben wir den Shadowlicious, Leute. Den Shadowlicious. Auch Gummiköder. In der Farbe Ayu, Leute. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vielleicht sogar 7 drin. Aber ich glaube, es sind 6 drin. In der Farbe Ayu. Und genau. Die sind dann für Zander, Leute. Das ist nämlich so von Striking. Von Striking, der Shadowlicious. Das könnt ihr diese Woche gewinnen. Und da einfach diese Antwort da rein. Ich gucke das hier nochmal. Seht ihr hier? Und hier. Und hier. Lege ich hier weg. Viel Erfolg. Leute, und das war sie, die Angel-News dieser Woche. Ich habe es doch noch hingekriegt, Mad Eye Moody. Und ich hoffe, bis nächste Woche bin ich wieder komplett fit. Freitag ist mein erster Arbeitstag, Leute. Und Donnerstag wollte ich eigentlich nochmal angeln gehen davor. Und ich glaube, ich mache Donnerstag seit langem mal wieder Ansitz. Aber bis dann habe ich es mir wieder überlegt und gehe doch auf Hecht. Ich bin schon gespannt, ich bin schon gespannt. Na, also Donnerstag könnt ihr auf jeden Fall in Insta-Stories wieder sehen, wie ich am Gewässer bin und mich ausziehe. Ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Oh Mann. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und ich hoffe, ihr seid gesund soweit. Und schreibt mir in die Kommentare, was es so Neues gibt bei euch. Und wir sehen uns dann. Für nächste Woche ist viel geplant. Ich kann euch auch nochmal sagen, was ich Neues. Ich habe ein neues Format geplant, aber diesmal ein Real-Format. Ich nenne es Köder Talk. Und da spreche ich immer mal wieder in so einem Real über einen Köder, eine Minute lang. Einfach nur so schnackerhaft über einen Köder ein bisschen schnacken. Nächstes Mal ist der
Jigspinner von Savage Gear dabei. Und da habe ich sogar Kritik. Aber seht ihr dann. Mal gucken, wann es nächste Woche kommt. Vielleicht Dienstag, vielleicht Donnerstag. Mal gucken. Ich wollte so 2 Reels pro Woche machen. Eigentlich. Kriegen wir schon hin. In dem Sinne, Leute. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, lasst ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ein Daumen nach oben würde mich auch sehr, sehr freuen. Nimmt beim Gewinnspiel teil. Und bleibt auf jeden Fall gesund. Das ist das Allerwichtigste. Gesund bleiben. Und falls ihr im Wasser seid, natürlich ein dickes Petri. Danke für alle Nachrichten auf Instagram, für alle Genesungswünsche, für alles, was die letzte Zeit reinkam. Danke für die Annahme der letzten 2 Videos, die eigentlich waren ja nur 2 Videos, die kommen werden. Einmal das Unfallvideo und einmal das ist aber super stark angekommen. Achso, und das Reel natürlich auch. Und danke für die vielen, vielen neuen Abonnenten in den letzten Tagen. Also, weiter so, Leute. Weiter so. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch nur das Beste. Falls ihr was seid, dickes Petri, das Wichtigste, bleibt gesund. Und ihr wisst, Leute, ohne euch keine Angel News. Euer Icy, macht's gut. Ciao.